Von Vorbildern und Ikonen, von Fans und Fanatismus. Groupie-Leben 96. Starkult, mein Leben mit dem Idol. Heute das Thema bei Juliane und Andrea. Hallo, schönen Nachmittag. Herzlich willkommen bei J&A. Stars sind irgendwie auch nur Menschen, bloß eben ganz, ganz besondere. Darum sind sie auch schließlich Stars. Und Stars haben Fans, auch die Stars, die wir heute eingeladen haben. Langjährige Erfahrung mit dem Fan an sich zum Beispiel hat der Musiker Thomas Anders. Und ganz frische, aber auch ganz viele Erfahrungen mit dem Jubel und Trubel hat der Jungschauspieler Maximilian Grell. Auch Ihnen herzlich willkommen. Wo Stars sind, da sind natürlich auch Fans. Wir haben sie heute eingeladen. Mit dabei sind ein ungleiches Damenduo, dem kein Weg zu den Idolen zu weit ist, ein Mann, der sich für Franziska von Almsick so richtig verschuldet hat und deshalb selbst ins Schwimmen gekommen ist, eine Frau, die die Musik von Thomas Anders mag, ein Regisseur, der Filme zum Phänomen Idole dreht und eine Frau, die Elvis nicht nur eine Locke abgeschnitten hat. Thomas Anders, man stellt sich das so als Otto Normalmensch so ganz toll vor. Die Fans, die schicken immer Blumen, Briefe, Geschenke und so weiter. Was war Ihr allerschönstes Fanerlebnis? Das ist auch schön, wenn die Fans einem Blumen schicken, das mag man schon. Es gibt so viele Geschichten, vielleicht, was natürlich ganz toll ist, was heute auch noch ist, dass ich so einen gewissen Stamm von Fans habe, die mich überall hin begleiten. Und das ist so schön für mich, das zu erfahren, egal wo ich in Deutschland auftrete, egal, es sind immer meine Fans da. Erkennen Sie die richtig wieder von der Bühne runter? Ja, auch von Namen und sowas. Und das ist toll. Das ist wirklich ein ganz super Erlebnis. Sie machen ja nicht erst seit gestern Musik, sondern mischen schon seit mehr als einem Jahrzehnt im Popgeschäft mit. Und wer Thomas Anders hört, der denkt an Modern Talking. Darüber talken wir jetzt aber nicht, aber wir kamen ein klein bisschen in der musikalischen Erinnerung. Das waren noch Zeiten. Dieter Bohlen schrieb einen Hit nach dem anderen. Modern Talking verkaufte 65 Millionen Scheiben und bekam 250 goldene Schallplatten. Der tiefbraune und schwarzgelockte Thomas Anders war der Schwarm unzähliger Teenies. Plötzlich, innerhalb weniger Wochen, saß er zwischen den Stühlen. Modern Talking trennte sich. Thomas Anders baute sich zunächst mit internationaler Verstärkung schnell wieder auf. Bohlens Erfolge sieht er inzwischen gelassen. Die Narben aus Outing-Kampagnen sind verheilt. Jetzt lässt er die Leute denken, was sie wollen. Sein größter Fan, Ehefrau Nora, denkt weniger an ihren Thomas. Die Liebe ist verflogen. Das Goldkettchen mit ihrem Namenszug liegt als Talisman in seinem Safe. Thomas Anders ist jetzt also in jeder Beziehung sein eigener Boss. Seit Modern Talkings Abgesang hat er 5 Soloalben veröffentlicht, die mit 60.000 bis 80.000 pro Stück nicht an ehemalige Erfolgsverkäufe anknüpfen können. Trotzdem bleibt er optimistisch. Und bei uns sitzt jetzt einer seiner optimistischen Fans, Britta Schilase, da sitzt er. Sieht toll aus, ne? Ja. Ja, hat sich ein bisschen verändert, oder nicht? Wenn man das so über die ganzen Jahre betrachtet, schon. Wie haben Sie denn überhaupt diese Vorliebe entwickelt zu Modern Talking? Naja, es fing halt damals an, man war noch ziemlich jung und wie es halt so ist, man hat Fernsehen geguckt und da trat dann plötzlich dieses Duo auf. Ich hörte als erstes die Musik und dachte mir dann damals so, wenn man beim genaueren Hingucken, mein Gott, der Blonde, der sieht gar nicht mal schlecht aus. Und die Frau daneben. Die Frau daneben. Die Frau daneben. Also ich war anfangs wirklich felsenfest der Überzeugung, Thomas Anders ist eine Frau und habe mich auch ernsthaft mit meiner Freundin eine ganze Zeit lang darüber gestritten, bis ich irgendwann mal im Radio ein Interview hörte, wo dann beide halt als Thomas Anders und Dieter Bohlen vorgestellt wurden und da musste ich mich wohl entschuldigen bei meiner Freundin. Jetzt war er nun anders, er war ein Mann. Ja, sicher. Wann sind Sie denn aufs erste Konzert gegangen? Ich war bis jetzt noch gar keinen. Noch gar keinen? Nein. Und wie viele Autogramme gibt es? Gab es die denn? Ich meine, es werden ja immer Autogrammadressen so eingebildet. Da habe ich nie hingeschrieben. Ich habe jetzt erst über den Fanclub einige zugeschickt bekommen. Mhm. Deswegen ist es er denn und nicht Dieter Bohlen, der Blonde. Ich muss dazu sagen, sicher nach der Trennung habe ich auch die Musik von Dieter Bohlen gehört, aber da musste man auch feststellen, dass er auch weiterhin auf diesen Stil umreitet. Und Thomas war halt, er hat halt immer versucht, dann was anderes rauszubringen. Jede CD klingt anders bei ihm und das finde ich einfach interessanter. Es ist ja immer ein Problem, wenn man Fan von einer Gruppe ist und dann trennt sich die Gruppe. Mhm. Wie haben Sie das denn damals miterlebt?
Gut, ich war ziemlich traurig. Sicher ist dann jeder, weil man denkt erst in dem Moment, oh Gott, jetzt kommt keine Musik mehr von diesen Menschen. Und irgendwann fing dann halt an, dass Dieter Bohlen dann plötzlich ein Lied rausbrachte. Dann war um Thomas Anders sicher eine ganze Zeit lang Funkstille, aber irgendwann kam auch die Musik von ihm und da war dann eigentlich wieder die Welt rund. Vielleicht laden Sie sie ja mal zum Konzert ein. Ja, gerne. Das haben wir versprochen. Okay, gebongt. Ja, das sind Ihre Fans. Von sowas kriegen Sie. Das ist doch eigentlich ganz schön, oder? Das ist sehr schön, ja. Gerade wenn man auch, wenn Sie erzählt, so die Entwicklung, dass Sie das auch mitverfolgt und dann eben auch sieht, dass man sich jetzt musikalisch sehr verändert hat. Fans sind ja aber auch unter Umständen irgendwann mal ein bisschen lästig, ne, wenn man seine Ruhe haben will nach einem langen Arbeitstag. Wann ist so der Moment, wo Sie sagen, jetzt würde ich gerne mal allein sein? Was natürlich nicht alle verstehen, aber man hat natürlich ein gewisses Privatleben, wo man jetzt nicht rund um die Uhr für die Fans da sein möchte. Und ich sage mir, das Leben besteht natürlich aus Geben und Nehmen. Und dann sollten einige Fans schon wirklich ein bisschen mehr Rücksicht drauf nehmen. Stiefeln die richtig in das Privatleben rein, belagern die Haustür, oder? Ja, das gibt es. Ich meine, früher war das noch viel, viel extremer. Ich habe nur eine Geschichte. Ich hatte eine große Tournee durch Russland. Und das war so ein Fall, wo ich wirklich aggressiv wurde, weil dieser Fan permanent um mich herum war. Also man muss sich das wirklich so vorstellen. Es gibt diese berühmte Geschichte vom Igel und vom Hasen. Und der Igel war immer als erster da. Und wenn die Fahrstuhltür im Hotel aufging, stand er davor. Wenn ich aus dem Flughafen rauskam, stand er davor. Wenn irgendwo eine Besichtigungstour angesagt war, wer saß mit im Bus? Er saß mit im Bus. Wenn ich irgendwo hingeflogen bin, in die nächste Stadt, wer stand da am Flughafen? Er. Und irgendwann, das hat mich so wahnsinnig gemacht, weil ich habe immer in dieses Gesicht reingeguckt. Das ist unglaublich. Und da kann man es überhaupt nicht mehr verstehen, weil irgendwann denkt man, tu mir bitte einen Gefallen, komme wirklich nicht mehr. Weil es ist ganz, ganz grausam, wenn man wirklich so von den Fans bedrängt wird, dass man wirklich glaubt, die Luft wird einem weggeschmiert. Das war offensichtlich ein Mann. Das war ein Mann, ja. Die meisten Fans sind aber, nehme ich an, doch junge Damen, oder? Ja, wir das wissen, dass man so ist ihr Herz vergeben oder kann sich da der eine oder andere Fan oder Gruppi noch ein bisschen Hoffnung machen? Sagen wir also, mein Herz ist schon vergeben, wenn man, aber man weiß ja nie, für wie lange nur. Und wer da noch so kommt als Fan. So alt bin ich noch nicht, dass ich damit abgeschlossen habe. Mal ganz kurz über diese Groupie-Nummer aus den 60er Jahren sprechen. Das war ja was ganz anderes. Für die Groupies von einst war es wirklich das Ziel und der absolute Zweck, irgendwann mal mit dem Idol ins Bett zu gehen und ihm so nah zu sein. Haben Sie mit sowas Erfahrung gemacht im Laufe Ihrer Karriere? Nee? Überhaupt nicht. Ist nichts für Sie? Nee, es ist prinzipiell, für mich ist überhaupt nichts. Weil ich mag es auch schon im Privatleben nicht. Also ich habe eine andere Einstellung, um schnell irgendwo in die Federn zu hüpfen. Und das ist halt eben übertragbar auch auf Groupies. Ich mag es prinzipiell nicht. Zum anderen ist es mir noch nicht vorgekommen. Also ich habe die Geschichte nicht erlebt, dass man das Hotelzimmer aufmacht und plötzlich liegt da ein Mädel im Bett. Das hatte ich auch noch nicht. Nicht mal davon geträumt? Noch nicht mal davon geträumt. Weil wenn man dann nämlich nach einem Konzert und nach Fernsehauftritten ins Hotelzimmer kommt, möchte man eigentlich schlafen und seine Ruhe haben und nicht davon okay, Sie kriegen jetzt von mir auch eine kleine Erholungspause. Maximilian Grill, wir wollen es gleich zu Anfang abklären. Sind Sie noch zu haben oder können sich weibliche Fans Hoffnung machen? Ich bin noch zu haben, so gesehen. Ah ja, dann werden wir mal heute ein bisschen was dafür tun, dass das sich vielleicht ändert irgendwann. Sie sind der Danny Wagenfels aus der gleichnamigen beliebten Fernsehserie. Wie hat das angefangen bei Ihnen mit den Fans irgendwie? Sie waren ja vorher noch nirgendwo in der Öffentlichkeit zu sehen. Ja, es hat mit der Serie angefangen eben. Es sind Briefe geschrieben worden, es gab so eine Fanadresse und irgendwann haben sie meine Telefonnummer rausbekommen und jetzt geht es eben mit Briefen und Anrufen vor allem. Privat? Privat, ja. Während der Dreharbeiten, haben Sie da jemals drüber nachgedacht, dass dieses Schauspiel dann einen so berühmt macht, dass da wirklich fremde Leute sich bemüßigt fühlen, so nah an einen ranzutreten, oder haben Sie daran nie gedacht? Ich habe daran nie gedacht. Also ich bin auch gewarnt worden. Leute haben es mir erzählt, aber ich habe es nie so geglaubt eigentlich. Und jetzt erlebe ich es. Also ich hätte es mir nie so vorgestellt. Und sitzt bei Ihnen mehr Mädchen oder auch Jungs? Mehr Mädchen. Mehr Mädchen. Und wie wenden die sich so an Sie? Sie schreiben irgendwie wilde Angebote oder was gibt es da so zu lesen? Völlig unterschiedlich. Also teilweise wilde Angebote schon, aber meistens eben einfach ein Autogrammwunsch oder gute Wünsche oder sowas. Ich möchte das wirklich mal genauer wissen. Ein junges Mädchen von heute, wenn es sich an einen schönen jungen Mann wendet, was schreibt die dann? Die beschreibt sich erstmal vor allem, schreibt, was sie tut, schreibt, warum sie mir schreibt, schreibt, dass sie ganz anders ist als alle anderen. Und
dann eben entweder, ja, und dann eben gute Wünsche oder ein Autogrammwunsch oder irgend sowas. Und reagieren Sie? Schreiben Sie immer zurück? Meistens, ja. Ja, tatsächlich? Ja. Auch so richtig setzen Sie sich mit dem Mädchen auseinander und gucken dann? Ja, es sind vor allem auch teilweise Briefe gekommen, die Hilferufe waren eigentlich. Also, ich habe manche Briefe bekommen, wo Leute wirklich ernsthafte Probleme hatten und sich an mich gewendet haben. Und den habe ich wirklich zurückgeschrieben, also auch längere Briefe und so. Das kann man aber nicht machen, wenn 200 Stück am Tag kommen. Nee, dann nicht, aber diese Problembriefe, die waren weniger. Haben Sie mal jemanden kennengelernt, Ihrer Fans? Ja. Ja? Und? War okay? Sicher, war okay. Ist wie so ein normales das ist Kennenlernen, ein bisschen, oder? Nee, auf keinen Fall. Das ist ein bisschen komisch, weil schon große Schüchternheit dabei ist und dann ist ein bisschen verklemmt erstmal, aber wird dann schon besser eigentlich. Sind Sie selbst ein bisschen schüchtern? Ja. Sind Sie selber auch ein Fan von irgendjemandem? Nein. Überhaupt nicht? Nein. Gibt es weder als Schauspieler oder in der Musik irgendein Idol? Also es ist keine Person. Also ich höre gerne bestimmte Musik von bestimmten Gruppen schon. Welche denn? Ich würde es als Grunge-Musik bezeichnen. Also es sind so Gruppen wie Smashing Pumpkins oder Nirvana. Aber es ist nicht an eine Person gebunden. Dieser Begriff Fan, der kommt natürlich von Fanatismus. Heute ist er jedem geläufig, aber ist er noch gar nicht so wahnsinnig alt. Das Fantum sozusagen, das wurde erst in den 50er Jahren kreiert. Wie fing's an? Natürlich mit dem Rock'n'Roll. Wie ging's weiter? Ein Ausflug in die Geschichte des Starkults. Noch nie in der Geschichte der Kultur hat eine ganze Generation ihre... Sie klatschen so? Mögen Sie Michael Jackson? Überhaupt nicht? Nee. Ich meine, man sieht Ihnen ja an, wer Sie sind. Sie vergöttern Elvis Presley. Sie sind Hamburgs größter Elvis-Fan. Ja. Was haben Sie denn alles von Elvis? Ja, was habe ich alles? Ich habe ein ganzes Museum von Elvis. Ich habe ein ganzes Elvis-Zimmer, also alles Wände. Da sieht man keine Tapete mehr, nur noch Bilder von Elvis. Alles echte Fotografien, Poster und. Das heißt, Ihre ganze Wohnung ist jetzt ein Museum? Nein, nur ein Zimmer, ne? Nur das Elvis-Zimmer. Und das ist, da, ich schlafe ja auch in Elvis-Bettwäsche. Und das Elvis drauf, so, ne? Bilder und Elvis. Ja, und dann habe ich auch einen Altar und wenn der Todestag ist, brennt er die Kerze rund um die Uhr, dann kriegt er frische Blumen. Wie ist das denn, wenn Sie Besuch kriegen? Sie kommen in die Küche. Elvis-freie Zone, oder wie? Nee, da kommt keiner rein. Da müssen Sie Eintritt bezahlen, da kommt von uns keiner rein. Das ist mein Museum, ne? Nun ist es ja nicht nur so, dass Sie in Ihrem Museum leben, sondern Sie haben Elvis auch schon mal kennengelernt. Sie sind da tatsächlich mal nach Amerika rübergefahren. Erzählen Sie mal ein bisschen. Am 22. Juni bin ich nach Indianapolis und da ist Elvis aufgetreten und da habe ich ihn live gesehen. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ja, 77, also 6 Wochen vor seinem Tod. Er hatte ja noch viele Konzerte, er hatte ja 8 oder 9 Konzerte noch vor sich, aber nun ist er ja leider gestorben. Nee, er hatte ja noch viel vor sich gehabt. Sind Sie denn auch eine von denen, die dann immer wieder ans Grab pilgern? Und ja, ich bin zum Beispiel nach diesem, wie ich ihn live gesehen habe, da ist er ja im August gestorben, da bin ich hingefahren, da habe ich extra einen Kredit aufgenommen, da bin ich nochmal hingefahren. Und jetzt zum 60. Geburtstag bin ich wieder hingefahren, habe ihm 60 Rosen aufs Grab gelegt. Mit einem erliebtiger Teddybär, da habe ich einen großen Teddybär dabei gelegt. Sprechen Sie denn auch zu ihm am Grab? Ja, ich bete und alles, ne? Sie sehen jetzt auch so aus wie Elvis. Ich meine, verkleiden Sie sich immer, gehen Sie immer so rum? Nein. Nee, jetzt das ist nur Bühnengarderobe. Auf der Straße habe ich Straßensachen von Elvis nachgemacht. Seine Seidenhemden, seine Hosen mit der Kellerfalte und Schlach und so, ne? Und seine Seidenhemden. Sagen die Leute nicht manchmal, die ist ein bisschen verrückt, wenn die so rumläuft? Ja, die halten mich auf der Straße an. Hallo Elvis, hast du mal ein Autogramm oder so? Ich habe ja auch echte Autogramme, ne? Mit alles drauf. Meine Managerin ist da drauf und alles. Ich habe ja auch echte Autogramme, die ich verteile. Sie haben vor allem eine echte Locke von Elvis und das interessiert uns natürlich abschließend alle. Wie haben Sie die gekriegt? Ja, das war irgendwie kämpfen, ne? Da waren ja Bodyguards, stehen ja bei ihm vor der Tür. Und seine Manager und so, und da habe ich gebettelt. Und da hat er gesagt, das geht nicht. Ich sage, bitte, eher gehe ich hier nicht weg. Und wenn ich hier schlafen tue, sage ich, gehe hier nicht weg vor der Garderobentür. Und dann hat er Ihnen das Haupt so hingehalten? Nein, das war ein langes Kämpfen. Da sind die Bodyguards nochmal reingegangen, waren längere Zeit drin. Ich denke, oh, jetzt klappt das bestimmt. Und dann bin ich reingekommen und habe ich gesagt, erstmal habe ich ihm Küschi gegeben, habe ihn geknudelt. Mochte er? Er hat mich ja auch geknudelt und die Wange habe ich 3 Wochen nicht gewaschen. mit Küsschen aufgegeben. Ja, und dann habe ich um die Locke gebeten. Jetzt haben Sie die. Ja, und jetzt habe ich die echte Locke. Das ist auch mein Heiligtum. Deswegen habe ich auch extra ein ganz teures Türschloss einbauen lassen, damit mir die Locke nicht wegnimmt. Sven Tim Glorkopf, für Elvis ist ein bisschen spät leider, ne?
Sie jagen Stars, Sie sind Fotograf, Sie sind sowas, was man Paparazzi nennt. Können Sie diesen Begriff mal erklären? Was ist ein Paparazzi genau? Ja, entstanden ist er von Federico Fellini in seinem Film Deutsche Vita, das war irgendwann Anfang der 60er Jahre. Da hat er einen Film gemacht über diese Entstehung und diesen auch indirekten Kult. Und da gab es einen Fotografen, den hat er diesen Namen gegeben. Paparazzi, was übersetzt so viel heißt wie Stechmücke und Blitz. Und Sie stechen also, immer zu. Wen haben Sie denn schon so nicht, angestochen oder abgestochen oder abgelichtet an großen Stars? Eigentlich alles, was zum Bereich oder was sich als prominent darbietet. Wer waren so die größten Namen? Och, da bietet sich eines an, von Dieter Bohlen angefangen, der immer gerne mal in vergangener Zeit andere Damen mit sich rumschleppte, Marlene Dietrich, also eigentlich querbeet, Sportlerin, Politiker. Alles, Steffi Graf. Steffi Graf, gerne, ja. Gerne mal. Wir haben es auch mal versucht, allerdings haben wir dann Sven ten Dornkart gejagt und dabei ertappt, wie er gerade Sharon Stone auf den Fersen war. Hier also unsere Gemeinschaftsarbeit in Sachen Paparazzi. Paparazzi. Wie nennt ihr Leute eigentlich? Wo ist die Kamera eigentlich? Leute, ich fühle mich auch unheimlich unwohl ohne Kamera. Eigentlich habe ich immer eine mit dabei, ja. Man weiß ja nie, wie man so trifft. Und auch nicht hinten in der Garderobe, nee, oder sowas? Heute ganz so nackt. Ein Pech, dann gibt es gar kein Foto von Thomas Anders. Nein. Können Sie uns mal so ein paar Tricks verraten, wie man da rankommt? Wie schießt man ein Foto von einem großen Star, wenn er sich so ein bisschen im Privatleben verstecken will gerade? Ja, es läuft natürlich viel über Kontakte. Also es dauert eine ganze Zeit lang, manchmal sogar viele Jahre, bis man sich so ein Informantennetz aufgebaut hat, die einen dann anrufen, wenn irgendwo in irgendwelchen Hotels oder Urlaubsorten sich jemand aufhält. Vieles ist Berufsgeheimnis, das ich hier natürlich auch nicht verraten möchte. Schade eigentlich. Es läuft sehr viel über Informanten. Es hört sich sehr aufregend an, als ob es ein ganz, ganz spannender Job ist. Passieren da auch aufregende, spannende Geschichten? Ja, es passiert ab und zu schon mal was. Also ich kann eine kleine Anekdote erzählen, als ich eine Geschichte machte über den kleinen Albert von Turn und Taxis. Kurz nachdem der Fürst gestorben war, lief er ja quer durch die Presse. Der kleine von Gloria, der ja, Sohn. Mhm. Auch Albert. Der war damals so um die 8 Jahre alt und alle kümmerten sich dann nun, wie der nun so ein kleiner Junge mit diesem Milliarden- oder Millionen-Imperium da zurechtkommt. Und ich war damals darauf angesetzt, mal zu zeigen, wie ein Tag im Leben von diesem kleinen Fürsten denn nun aussieht. Und er wird also unter sehr strengen Sicherheitsmaßnahmen zur Schule gebracht, mit gepanzerter Limousine und sowas. Und ich lag, ich würde mal so sagen, 300 Meter entfernt mit einem entsprechenden langen Objektiv, ähnlich so, wie wir es da gerade gesehen haben. Die Bodyguards bewegen sich aber die ganze Zeit innerhalb dieses Kreises der Schule, die dürfen also auch nicht weg, selbst in der Pause stehen sie rum. Und irgendwann entdeckten sie wohl oder sahen, dass im Wald sich da irgendwas tat und keine 5 Minuten später standen so 6 bis 7 Bodyguards mit gezogener Pistole vor mir, oh. Wo man natürlich dann erstmal Angstschweiß auf der Stirn hat. Und es entpuppte sich nachher, wir lachten sehr, weil die dachten, ich wäre nur ein Attentäter, der eine Panzerfaust in der Hand hält. Und es ging aber dann doch recht glimpflich aus. Ich durfte da mein Foto machen und das war's dann. Hört sich schon gefährlich an, könnte auch schief gehen. Ja. Haben Sie selber auch ein richtiges Interesse an dem Privatleben der Stars oder ist das einfach nur Job? Nee, es ist nicht nur Job. Es wird irgendwann fast schon zur Droge, kann man eigentlich fast schon so sagen. Egal wo man ist, man guckt mit anderen Augen, man sieht Prominente, egal ob im Restaurant, überall am Flughafen. Es ist mehr als Beruf. Wenn es nur Beruf wäre, wäre es zeitlich eingegrenzt und es ist mehr als Beruf. Lieben oder hassen Sie solche Leben, Thomas Anders? Ich meine jetzt nicht ihn persönlich, aber normalerweise hasst man Paparazzi. Es ist einfach furchtbar. Ja. Ja, weil man muss sich Folgendes vorstellen, es kann ja auch mal passieren, dass man als Mensch, ganz normaler Mensch, irgendwo aus dem Flieger steigt und was ich 12, 15 Stunden unterwegs war, man sieht etwas durch den Wind aus. Und das sind dann Fotos, die halt eben in der ganzen Presse irgendwo auftauchen. Das nervt dann unglaublich, weil ich habe nun die Einstellung, ich lebe halt eben in der Öffentlichkeit. Wenn ich rausgehe, dann bin ich auch prinzipiell für die Öffentlichkeit da. Nur ich brauche so ein ganz, ganz gewisses privates Reich, wo ich mich aufhalten kann, wo ich auch auftanken kann. Und wenn Sie rausgehen, dann wollen Sie auch richtig geföhnt sein. Ja, aber das hat nicht mit dem Föhn zu tun. Das hat aber prinzipiell damit zu tun,
wenn ich rausgehe, dann bin ich halt eben, weiß ich, dass halt eben etwas passiert, wo halt eben wo die Leute fotografieren können oder wo mich jemand anspricht. Das ist ja vollkommen egal. Aber wenn man halt eben in Extremsituationen ist, also ich habe zum Beispiel auch Tourneen sowas gehabt, wo man halt eben, wo die Maschine Verspätung hat und 8 Stunden später kommt man an und dann das Erste, wenn dieses Ding aufgeht, die Tür vom Flieger und dann blitzt alles schon, das ist nicht direkt Paparazzi, das ist für mich alles diese nervigen Fotografen. Und mit diesen Bildern wird man halt eben das Leben lang verfolgt und das nervt. Und so prinzipiell ein Paparazzi. Der Starkult, der wird von den Fans veranstaltet und Eckhard Schmidt hat darüber mehrere Filme gemacht. Einer heißt Der Fan. Desiree Nosbo spielt dort einen Fan, der sein Idol so sehr liebt, dass er ihm ganz nahe kommt, kommt ihm auch nahe, wird dann fallen gelassen und dann ermordet sie das Idol und frisst es auch noch auf, hat sozusagen zum Fressen gern. Herr Schmidt, sind Sie im Laufe Ihrer Arbeit mal dahinter gekommen, warum es überhaupt sowas wie Starkulte gibt? Gut, den gibt es eigentlich, seit es Menschen gibt, kann man sagen. Von der Antike über die Kastratensänger Rodolfo Valentino, das hat ja nicht mit Elvis angefangen. Das ist ein Phänomen, was im Menschen drin ist, nämlich zwischen Gott und dem Menschen einen Halbgott zu etablieren, also ein Idol zu etablieren. Und das ist Star-Fan-Verhältnis schon immer gewesen. Auch zu Goethe-Zeit war das so, als Herr Goethe Werther schrieb und sich ein paar tausend Leute umgebracht haben, weil Herr Werther sie umgebracht hat, also ihm nachgefolgt sind. Und aber warum machen die Menschen das? Warum? Es ist so, dass der Mensch sozusagen allein geworfen in der Welt ist, eine gewisse Einsamkeit hat und von einem Idol entweder Hilfe, was da schon angesprochen wurde, entweder Hilfe erwartet oder seine Bewunderung Ausdruck geben will, dass jemand über ihm ist, also sozusagen sozial und auch ideell, also sozusagen als Ideal, als Idol über ihn steht. Und das ist ein urmenschliches Bedürfnis, ein positives Ideal zu haben. Deswegen gibt es dann auch natürlich ein Problem, wenn dieses positive Ideal, also wenn der Fußball halt 300 Mal daneben schießt, dann verliert er ganz schnell den Status des Idols und wird gehasst und mit Flaschen beworfen. Das kippt dann auch ganz schnell um. Aber diese bewundernde Distanz, die ist in der menschlichen Natur, glaube ich, drin, die braucht der Mensch. Es gibt ja eine ganze Menge Leute, die sind wirklich sehr, sehr berühmt, die werden auch geachtet für das, was sie in der Öffentlichkeit tun. Und dann gibt es diese echten Stars. Wie kommt es, dass die einen Menschen so Massenhysterien auslösen und die anderen eben nicht? Ja, zum Idol gehört Charisma. Also ich meine, ich zum Beispiel habe das Charisma nicht. Und wenn ich Sänger wäre oder ich wäre Schauspieler, hätte ich bestimmt nicht die Kraft, sozusagen das selbst mit allen Manipulationen nicht durchzubringen. Es gibt einfach Leute, die haben einmal die Kraft und die haben das Charisma. Das heißt, die haben ganz schlicht die Ausstrahlung, ist auch ein Wort, das mit Star zu tun hat. Und die brauchen wir natürlich. Die braucht man heute als Politiker, die brauchen wir als Popsänger, die brauchen wir als Sportler. Manche haben, oder man sagt Personality. Das ist einfach in der Natur gegeben, das kann man auch nicht manipulieren. Die Branche braucht ja aber auch solche Stars, damit alle schön mitverdienen können, nicht? Also Sie hätten ja bestimmt diese Rinosbusch nicht besetzt in Ihrem Film, wenn Sie nicht damit auch eine große Gruppe ansprechen wollten. Inwiefern können da die Hintermänner so einen Starkult mit beeinflussen? Ich glaube, man kann es natürlich mit aufbauen, man kann schon was tun. Aber letzten Endes aus Null kreieren ist praktisch nicht möglich. Also mit den besten Methoden, mit der besten Werbekampagne geht es nicht, jemanden, der keine Ausstrahlung hat, zum Star aufzubauen, dauerhaft. Ich meine, es gibt dann die Eintagsfliegen, die halt mal kurz funktionieren über einen guten Titel, zum Beispiel in der Popwelt, wo ein Hit da ist, wo das halt dann funktioniert und knallt. Aber das baut sich dann auch schnell wieder ab und die verschwinden. Und die dauerhaften Leute, die lang im Geschäft geblieben sind, die haben es einfach. So wie Frank Sinatra oder Elvis Presley oder auch unter den jungen Musikern und Popleuten welche. Aber wir können festhalten, findige Macher basteln sich ihre Stars, an denen sie dann alle mitverdienen können. Vor 6 Jahren zum Beispiel wurde die Teenie-Band Take That gemacht. Der Plattenverkauf läuft blendend. Den Mädels laufen die Tränen, denn seit dem 13. Februar haben sich die inzwischen millionenschweren Jungs einfach aus dem Staub gemacht. Take That, ein Phänomen, das die Welt in Atem hält. Jason, Robbie, Gary, Mark und Howard, eigentlich die netten Jungs von nebenan. Mit seichter Musik und soften Tanzeinlagen singt man sich schnell in die... Boybands nicht haben, also sie haben eine gute Show gehabt, muss man ja jetzt sagen, und sie haben einfach was Besonderes. Sie haben es ganz raffiniert gemacht, wir wissen nämlich, Konzertkarten sind teuer und da ist Mutter gleich mitgefahren. Frau Pfeiffer, haben Sie denn auch so eine Ekstase, so eine Hysterie gehabt, wie all die Mädels und Jungs?
Nee, die Sache ist ja eigentlich eine ganz, ganz andere. Ich schreibe schon seit 7 Jahren eine große deutsche Jugendserie. Und eines Tages kam die Reni an und sagte hier, da gibt's eine englische Band. Ja, und da ich ja immer auf dem Laufenden sein musste, habe ich gedacht, naja, guckst du dir die auch mal an? Ich meine, um es abzukürzen, die Geschichte ist noch viel, viel länger gewesen, sind wir nach Wembley gefahren und dann habe ich festgestellt, dass da eine Band steht, die mal ausnahmsweise keine Kopie ist, ne, sondern ein echtes Original ist, und die haben auch alles gekonnt, also die Show war perfekt. Und weil Reni mir dann zu Weihnachten so ein herrliches Tagebuch, ein Teil davon ist hier in dem Buch auch drin, geschenkt hat, habe ich gedacht, ach komm, jetzt guckst du dir das mal in Deutschland an, denn England war faszinierend, keine Rangeleien draußen und so weiter. Ne. Sind Sie dann auch mal in Ohnmacht gefallen? Nein. Ich meine, es sind ja immerhin Tausende im Stadion, nein, das kann ja auch ein Grund sein. Also ich habe in meinem ganzen Leben niemanden angebetet und deswegen kann ich auch immer sehr, sehr locker das Ganze sehen und zum Glück meine Tochter auch nicht. Nur der Witz an der ganzen Chose war, wir hatten von Anfang an vereinbart, wir werden die Jungs niemals ansprechen, und ausgerechnet in Turin kommen die Take That zu uns. Und wo standen sie denn da? Wir saßen in der Bar und schrieben und schrieben, und ausgerechnet da kamen die Jungs zu uns, erst Jason und danach Mark, ja, und dann wollten sie wissen, was wir taten, und eigentlich hatten wir gar nichts vor. Ich wollte mal ausnahmsweise Urlaub machen, nach 150 Romanen durfte ich das auch. Ne? Urlaub hätten sie sich so oder so verdient, denn nachdem sie dieses Reisetagebuch mit der Tochter veröffentlicht haben, ist noch was ganz Kurioses passiert. Es gab, als die Gruppe sich getrennt hat, eine Art Sorgentelefon, dummerweise mit ihrer Nummer. Nein. Die Sache ist ganz, ganz anders gelaufen. Wir haben also an diesem Tag, als sie sich getrennt hatten, hatten unsere Fans jetzt wiederum aufs Buch schon bei uns den Anrufer vorgesprochen. Und dann waren einige da, die haben gesagt, also sie würden sich umbringen. Und weil wir ja nun die Mädchen, die bei uns anriefen, wirklich kannten, waren wir in Sorge, haben dann die Medien aktiviert, waren dann auch direkt am nächsten Tag schon im Fernsehen damit. Wir haben also nie ein Sorgentelefon gehabt, sondern wir haben eine Aktion gestartet, die zurzeit noch läuft. Und zwar haben mich gedacht, die Fans sollen alle schreiben, schreiben, schreiben und nochmal. Chefs, die Fans kaufen, sammeln und tauschen alles, was sie in die Finger kriegen. Nur ihr Idol, das halten sie in den wenigsten Fällen einmal richtig in den Händen. Mit der Kamera? Nein, eigentlich nicht. Nee. Aber eine ganze Menge Fans beneiden sie bestimmt um ihren Job, weil sie ja doch ein bisschen näher immer an die Stars und an die Idole rankommen. Ist es manchmal auch unangenehm, wenn man den Leuten so auf die Pelle rückt? Also mir nicht. Den Prominenten sicherlich, mir nicht. Ne? Sie haben da gar kein Schamgefühl irgendwie? Nee, weil ich einfach es vielleicht etwas differenzierter sehe als der Prominente selber. Ich denke einfach mal, es ist die Schattenseite eines Prominentenlebens. Denn jemand ist nur dann prominent und hat einen gewissen Wert, wenn ihn auch viele Leute kennen. Und dann gehört es eben mit dazu, dass er auf der Straße fotografiert wird, wenn er mit einer fremden Frau, die keiner kennt, bis dahin keiner kennt, rumläuft. Maximilian, haben Sie schon mal so Erfahrungen mit Paparazzis gemacht? Nee, bis jetzt noch nicht. Nee, stand noch keiner vor der Tür mit Blitzlicht? Noch nicht, nee. Was würden Sie machen, wenn jemand so in Ihre Privatsphäre eindringt? Ich glaube, dass diese Wechselwirkung nicht nötig ist, dass es aber nicht nötig ist, in die Privatsphäre einzudringen. Also man kann jemanden bekannt machen und voneinander leben, ohne die Privatsphäre zu verletzen, glaube ich. Wie würden Sie denn reagieren, wenn er bei Ihnen vor der Tür steht? Ich wäre sauer. Wenn Sie einen Anbrüller rausschmeißen? Nein, ich würde einfach die Tür zumachen oder auch höflich sagen. Bitte nicht. Ja, aber da ist das plötzlich wahrscheinlich schon irgendwie abgeknipst. Wie reagiert denn so Otto Normalpromi, wenn Sie ihn in einem Restaurant knipsen, wo er gerade mit jemandem ein Heißhändchen hält und das ist leider nicht die Ehefrau oder der Ehemann und Sie kommen vorbei und werden entdeckt? Was machen die dann mit Ihnen? Das ist recht unterschiedlich. Manche nehmen es einfach hin, freuen sich wahrscheinlich weniger darüber. Andere schlagen gleich zu, treten in die Autos. Und ganz Schlimme schicken gleich ihre Kavallerie der Anwälte auf ein. Und können Sie mal verraten, wer sowas Schlimmes tut? Anwälte? Oder nein, so. Schlagen? Ja. Auch da gibt es reichlich. Sascha Hehn ist ein beliebter Schläger. Herbert Grönemeyer ist... Sind Sie von denen verprügelt worden? Ja. Und darauf kann man auch irgendwie stolz sein. Das Ganze hat ja aber auch noch eine andere Seite. Es gibt ja auch Promis, die sich direkt an Sie wenden, oder? Ja, es ist schon so, wie er eben sagte, es ist am Anfang ist es ein Wechselspiel. Der Prominente will berühmt werden. Es wird nicht nur von Seiten ihm selber, sondern auch von Agenturen sehr viel gesteuert. Man versucht also wirklich mit aller Macht diesenjenigen Prominenten in die Blätter zu heben, um seinen Wert zu steigern. Das heißt, da kommt richtig ein Manager und sagt, hier wird eine Privatfeier gemacht, kommen Sie vorbei, Sie können knipsen. Also es fängt eben an, dass er eben auch sagte, Home Stories, die neue Freundin. Es wird am Anfang wirklich alles angeboten, Urlaubsreisen. Ist es wahr, dass Sie dafür auch zahlen müssen? Um diese Bilder zu kriegen. Ich würde nicht dafür bezahlen. Es ist im Augenblick so, oder es hat sich eingebürgert, dass Hochzeiten verkauft werden, Geburten. Es wird eigentlich alles zu Geld gemacht und dann auch schon in Größenordnung, wo man sich durchaus dieses nette Auto mit dem Stern da kaufen könnte.
Sie haben ja bestimmt auch einen Manager oder einen Promoter, ne? Mhm. Macht der auch sowas für Sie, dass Sie so Ihr Privatleben vermarkten? Man kriegt ja die Backe. Nee, ist noch nicht passiert. Also ich meine, ich habe viele Angebote gehabt, aber ich mache das nicht. Ich verkaufe es nicht. Kennen Sie solche Storys denn von Kollegen, die sich selber so ins Rampenlicht selber katapultieren? Da gibt es viele, ja. Ja? Ist kein Märchen. Nein, ist überhaupt kein Märchen. Mhm. Aber ich werde auch keinen Namen nennen. Nein, ist in Ordnung. Okay, wir haben ja schon ein paar gehört. Sascha Hin als Schläger, das gefällt mir ganz gut irgendwie. Wir möchten mal ein bisschen auf den Druck zu sprechen kommen, den man als öffentliche Person hat. Das haben wir jetzt immer wieder gehört. Auf der einen Seite braucht man diese ganze Pressenummer, um bekannt zu werden. Auf der anderen Seite will man sein Privatleben haben, in dem man sich auch zurückziehen kann, sich auch erholen kann. Das ist ein Riesenspagat. Muss man sich ein bisschen prostituieren, wenn man Künstler ist und Erfolg haben will? Ein klein bisschen schon. Man muss es wirklich. Man muss wirklich rausgehen und ja, man muss eigentlich sehr viel von sich preisgeben, damit man halt eben überhaupt oben hinkommt. Es ist nur, was ich auch selbst erfahren habe, ich gerade zu Modern Talking Zeiten, wo ich halt eben permanent auch von bestimmten Fotografen begleitet wurde, auch ins Ausland. Und wo ich irgendwann sagte, die über ein halbes Jahr lang mich nur fotografiert haben, ich sagte, ich kann heute eigentlich, ich mag nicht mehr. Wir waren irgendwo in Paris oder in London. Also ich möchte heute wirklich ins Bett und ich will nicht mehr. Und da bekam ich als Antwort, okay, wir haben noch schlechtes Fotomaterial von dir im Archiv, das können wir auch veröffentlichen. Und dann wird das natürlich nicht mehr witzig. Dann stimmt die Chemie auch nicht mehr so, wo man denkt, so habe ich das Ganze nicht gesehen. Das kann man Erpressung. Ja, und kann man. Ja. Maxime, wenn Sie das hören, möchten Sie da vielleicht doch in Zukunft nicht so sehr im Rampenlicht stehen, wenn dann sowas passieren kann? Sowas möchte ich nicht erleben, ne? Also ich hoffe, es wird nicht passieren, aber ich hatte auch schon solche Angebote wie Urlaubsreisen mit irgendwem, also ich habe auch kein Interesse daran, sowas zu machen, mit einem Fotografen meine Ferien zu verbringen oder sowas. Ich denke, soweit ist es nicht. Bei den Wagenfels gibt es ja im Moment eine Pause. Sie stecken gerade mitten im Abitur. Was passiert dann? Ich muss erstmal meinen Zivildienst machen auf lange Sicht irgendwann. Und dann möchte ich eigentlich eine Schauspielschule besuchen. Sie wollen also doch richtig den Schritt wagen und ganz nach oben durchkommen mit einer anständigen Ausbildung? Ja, auf jeden Fall eine anständige Ausbildung. Ein Star 1996, das ist vielleicht die ganz, ganz neue Generation, die etwas bescheidener zurücksteckt. Star heißt ja eigentlich Stern. Die fallen zwar nicht wie in so mancher Liebesschnulze besungen vom Himmel, jedenfalls nicht sehr häufig, aber Sterne funkeln nur in der Nacht. Bei ganz normalem Tageslicht fallen sie meistens überhaupt nicht auf. Vielen Dank an alle im Studio fürs Mitmachen. Ihre Stars lassen Sie nicht im Dunkeln stehen und ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihren Star selber vor allem auch im Tageslicht erkennen. Möglicherweise kommt er mal im Hotel auf Sie zu. Das war's für heute bei Juliane und Andrea und jetzt schauen wir mal, was es in der nächsten Sendung gibt.